Genau, das ist also das, was du jetzt an Schaden bekommst. Panik, du SP. merkst, dass deine Augen komplett rot sind und die Äderchen geplatzt sind, auch wie deine Lunge eben nach Luft schreit. Und dann hast du dich so ein bisschen mit diesem ertränkenden Gefühl arrangiert und kannst diese Panik niederkämpfen. Dann gehen wir wieder in eine neue Kampfrunde. 13 Serpentilio. Ich glaube, ich Okay. bin bei 36 jetzt insgesamt. Durch deinen Acceleratus dann ziemlich Yep. nach vorne. 13 Serpentilio. Fängt an mit dem Zauber. Also, das wird jetzt dauern. Und Zillamin wird auch dauern. Ich glaube nicht, dass du uns jetzt jede Runde ansagen musst. Ja, dann nehmen wir euch Like. einfach mal aus dem Kampf raus. Priester der Töchter. Das macht jetzt auch für mich wenig Sinn, irgendwie zu verkürzen, denn ist ganz egal, was ich tue, solange Zillamin nicht durchkommt und die kann ich verkürzen. So. Mendarion tut nichts, Raphim 21. Ich orientiere mich, weil ich das noch nicht gemacht habe. Und ich ja gerade noch in Deckung stehe. Ja. Alles andere wäre dumm. Ich habe uns dreimal aus der Linie gezogen, ja? Genau, dankeschön. Du orientierst dich? Ja. Diamant ist 24. Ich beiße die Zähne zusammen, umfasse meine Abalone umso stärker und mache mit freien Aktionen komme ich zum Türrahmen. Das sind drei Schritte. Ja. Lege an und werde auf den Priester anlegen. Ich brauche diese Kampfrunde zwei Aktionen. Eine Aktion anlegen, eine Aktion zielen und auf sein Herz. Auf sein Herz, sehr schön. Dann kriegen wir mal einen Herzschuss. Hast du gerade Hirnschuss gesagt? Wenn du aufs Herz ziehst? Herzschutz. Achso. Ich schaue gerade mal, ob ich irgendwas noch machen kann, außer trinken. Das war lang, haben wir schon. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es gelungen. Sollen wir das trotzdem einmal vorrechnen? Kannst das gerne mal vorrechnen, ja. Okay, ich bekomme eine plus minus 0 durch die Entfernung, weil das genau meine Kategorie ist. Dann bekomme ich eine plus 10, also eigentlich plus 20 durch Herzschuss, halbiere ich wieder, das heißt plus 10. Und damit sind wir auf plus 8. Ich bekomme eine Zweier-Erleichterung durch meinen Entfernungssinn. Ich bekomme eine Zweier-Erschwernis durch Größenkategorie. Sind wir immer noch auf plus 8? Was bekomme ich durch Lichtverhältnisse? Es ist dunkel, es ist sowieso Nacht, also die vollen, was sind das, 8 Punkte, ne? Acht ist Sternlose, absolute Finsternis. sternlose Nacht 6 oder so? 6, okay, dann sind wir bei plus 14. Beilschuss ist das nicht. Das Wind kann ich gänzlich ignorieren. Was weiteres kommt nicht hinzu. Damit ist das mit einem Punkt geschafft. Gut, dass wir gerechnet haben. Ja, also wäre auf die 90 geschafft. Mit Ja. so einem THW ist es dann. Vor allem mit der Abalone und den Größenkategorien. Das sind 21 Schaden. Eine plus 2 kommt noch rauf auf das Herz. Dann kommen wir nochmal zu den Sonderregelungen für Herzschüsse. Denn sobald mindestens eine Wunde verursacht wurde, was mit 21 Schaden Ja. sogar mehr als der Fall ist, Ja. trifft sofort die Regelung von drei Wunden in Kraft. Und er bekommt drei Wunden an der Brust, die dann durch den Schaden nicht aufaddiert werden, weil man kann Drei sowieso nicht mehr als W6 drei Zusatz. bekommen, bekommt 2W6, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es 2W6 sind, aber nein, er ist jetzt kampfunfähig und bekommt für 1W20 Kampfrunden je ein Schaden pro Aktion, glaube ich, oder pro Kampfrunde, bis ihm irgendwer hilft. Okay. Also mit einer. Ich schaue die genaue Regelung jetzt nochmal nach, aber er braucht auf jeden Fall Hilfe. Gut, das also er ist im Zustand sterbend. Nicht tot, aber sterbend. Wir können mal den W20 auswürfeln, denn da bin ich mir sicher. 12 Kampfrunden. Gut, dann du merkst noch, dass seine Haut aufdickt. Leicht grünlich wird und er so etwas wie eine Krötenhaut materialisiert, während du schießt. Und er wartet da wohl immer noch ab, hat den Zeigefinger auf dich angelegt, aber bevor du dann oder bevor er dann schießen kann, schießt du, triffst sein Herz und er fällt um.
Diamantis, Abelmir, ganz hinten auf der 36. Die anderen Piraten sind noch dran. Die ich würde fortgehen. Ich gucke gerade, überlege, was die. Er würde hier hingehen, nur einen Schritt dahin. Und er geht zum Brunnen und kniet sich hinter den Brunnen. Du darfst. Gut, dann würde ich um die Ecke rumrasen sozusagen. Ich habe meine normale GS-Geschwindigkeit verdoppelt, also auf 12 Schritt. Müsste ich eigentlich rumkommen zu ihm, zum ersten, glaube ich. Hast du nur eine GS von 12? Verdoppelt ist die ja nur. Ja, aber ist eine normale GS 6? Du bewegst dich mit meinem Token. Oh, kein Problem. Naja, er hat 8, minus 2 für Rüstung sind 6. Ach, was sieht man? Dann würde ich da vor ihm rumkommen, wahrscheinlich sogar am einfachsten. Jo, du kannst auch vorne rumgehen. In sein Gesicht irgendwie. Du kannst ganz vorne rumgehen. Eine Aktion, Position. Wuchtschlag plus 6 Ansagen. Er darf noch parieren. Ist um 2 erschwert. Ich guck gerade mal. Die haben eine Stoßspeere. Also ich treffe bis 12. Ja, würfel mal, die sind nicht gut. Das würde ich gern chippen. Ja, sehr gut. Nochmal. Hat noch genug Priester, keine Sorge. Ja, getroffen. Stoßspeer mit der Erschwernis, auch unabhängig davon, hat er es nicht geschafft. Du merkst wohl, dass er einen martialisch aussehenden Krakenspeer bei sich hat und er versucht abzuwehren, ist aber völlig überrumpelt von deiner Geschwindigkeit. Bekommt ja 13 Trefferpunkte in den Schwertarm. Ja, Stopp, plus 2 sind nochmal 15, Entschuldigung. Genau, plus 2 Trefferpunkte durch den Axel hat es nochmal. 15 minus ein Rüstungsschutz von 3. Auch du merkst, dass er so eine Art Schleim hat, die sich über seine Haut überlegt. Ob das sowas wie eine Rüstung ist oder eine selbstheilende Haut. Du wirst es vielleicht in diesem Leben nicht mehr erklären können. Zumindest in seinem Leben nicht mehr erklären können. Abelmir ist durch. Nächste Kampfrunde. Zudamin möchte auch die Liturgie anfangen, ja? Ja, möchte ich. Dann, kann ich trotzdem noch ein paar Worte mit Serpentilio wechseln, bevor der losläuft, oder geht das nicht? Okay, oh, läuft ja nicht. Der sitzt jetzt erstmal hier und schnitzt in Ruhe sein Pentagramm da rein und dann schmeißt er ins Wasser. Gut. Ja, und Zulamin lehnt mit dem Rücken an dieser Hütte und hat ihre beiden Säbel über der Brust kreuzt. Denn sie ruft da an und nicht Raya wie üblich. Wolltest du noch mit ihm reden? Oder? Sobald er fertig ist. Achso, sobald er fertig ist. Ja gut, der schnitzt jetzt erstmal, weiß ich nicht, ein paar Minuten. 40 Aktionen, um genau zu sein. Ja. Gut, dann machen wir das Gespräch nach dem Kampf 22. Rafim Corso. Okay. Ich möchte hier... Was macht Mira eigentlich? Die müsste doch eigentlich auch schon dran sein. Mira hat eben gefressen. Im Prinzip kannst du mit Mira jetzt den Priester angreifen, wenn du willst. Der sitzt hinterm Brunnen. Sie rennt dahin und hat dann keine Aktion mehr. Sehr gut. Dann guckt den Priester aber böse an. Der Priester zieht vor, der ist auf der 25 und schießt jetzt Mira einen Strahl direkt ins Gesicht. Und zwar schießt er ihr 5W6 ins Gesicht. Aua. Oh, das ist geschafft. 5W6. 17. Geht das gegen Rüstung oder ist Rüstung egal? Das ist ein magisches Ertränken geschossen. Aquafaxius. Okay, dann ist Ertränken, dann ist Rüstung egal. Ja, aber sie hat ja auch wie viele Lebenspunkte? 120. Nein, nein. 120. Aquafaxius, Rüstung kannst du da abziehen. Verdammt. Okay, das macht's besser für Mira. Was ist das für eine Konstitution? 22. Okay, also ist auch keine Wunde. Warte mal. Beziehungsweise 11, aber halbe, doch, ist eine Wunde. Nee, sie kriegt ja nur 9 Schaden. Wunde entsteht beim Überschreiten der Wundschwelle, nicht beim Treffen. Da muss ich wohl mehr Würfel ansagen. Außerdem ist Wundschwelle-Konstitution. Aber denk an Sekundäreffekte, ich weiß ja nicht, was Wasser macht. Erst ab, was ist das, 7 oder 10? Wasser macht nass. Genau.
dürfte den Bären jetzt vermutlich nicht so stark stören wie uns. Ich weiß auch, was hat einen elementaren Sekundäreffekt. Nur ist Wasser halt so eine Zauberschule für solche Lamer, dass ich den auch nicht auswendig kenne. Sowas wie Angriff zum oder Ausdauer. Angriff zum Niederwerfen, KK-Probe, erschwert 1% an die rechte TP, Konzi-Probe, bla bla, egal. Mach mal eine Körperbeherrschungsprobe mit Mira. Eine 1 ist immer drin. Hat sogar nur 1 gewürfelt. Mira wird kurz ins Gesicht getroffen, wirft das Gesicht nach links und rechts und das Gesicht ist wieder trocken. Dann möchte ich es meinem Bären gleich tun und ich kletter hier aus dem Fenster und dann laufe ich hier hin, aber mehr kann ich da nicht mehr tun. Du hast jetzt welche Liturgie? Ich habe der über das Schlachtfeld streitet. Ja, ist es jetzt erschwert, dich anzugreifen? Ich kann dir die Effekte einmal kurz vorlesen. Der erste Angriff auf mich erfordert eine 6er Mutprobe. Sobald der geschafft ist, musst du den nicht nochmal würfeln. Du hast permanent 6er Abzüge auf sowohl Attacke als auch Parade. Gut, dieser hier, der würde dich angreifen dürfen. Dieser hier nicht. Aber er kann das jede Runde neu würfeln, ne? Also es ist jetzt kein Perpetual Effect, sondern... Der hat ja gerade sowieso den Aquafaxios geschossen, aber der hier kann dich permanent angreifen. Der hat nur gerade ein Problem mit Abel Mir. So, Mira ist durch, du bist durch. Abel, Diamant ist 24. Ich nehme eine Aktion, um mir meine meine Abelone lasse ich auf keinen Fall fallen und ich lasse sie auch hier nicht zurück. Deswegen nehme ich mir eine Aktion, um sie mir mit dem Hüftgurt über den Rücken zu schnallen und Aktion Position. Ja, ich stelle mich hier hin mit einer freien Aktion. Dann sind die üblichen Piraten dran. Ich gucke gerade mal. Abel mir hatte... Ich habe vorgezogen. Ich habe ihn angegriffen. Diese Runde. War das diese Runde? Ja, das war diese Runde. Das war diese Runde. Der hatte pariert, ne? Also ich greife ihn gerne nochmal, wenn du sagst. Okay, dann hatte der schon und der hatte auch schon. Dann sind die Piraten durch, Abelmir ist durch. Nächste Kampfrunde. Und ja, wir fangen wieder mit Mira an. Ich würde allerdings meinen Piraten vorziehen. Ich mache da so ein Priester hinmachen, weil das verwirrt mich ein bisschen. Was? Wo? Wie? Das sind ja jetzt Priester, keine Piraten mehr. Achso, du kannst einen Priester-Token da reinziehen. Ja, genau. So, ich würfel erstmal die Mutprobe, um zu gucken, ob der Pirat bei dir überhaupt handeln darf gegen dich. Mit der 9 sollte das geschafft sein. Ja, 15 hat er. Der hat auch Mira. Du bist einfach sehr einschüchternd. Ich überlege, er tut das, was jeder gute Effort-Geweihte in seiner ersten Aktion tut. Er springt in den Brunnen. Ja, ich ziehe vor und ziehe meine Ballestrina. Ich bin auf der 24. Ja, er ist auf der 24. Du ziehst vor und springst vor ihm in den Aber Brunnen. Dann kriegt er doch jetzt 2 Passierschläge, oder nicht? Ja, ich bin unbewusst. Weil er verlässt ja unsere Angriffsreichweite. Passierbiss und Passierschlag. Passierbiss. Alter Schwert. Mira. Ja, bei Mira ist es egal. Nur getroffen. Ja, nur getroffen. Kurzer Schicksalspunkten? Hab ich leider nicht mehr. Weißt du, was jetzt nämlich passiert? Jetzt verliert der Junge nämlich 2W6 Inni. Sorry, 1W6? Er verliert jedenfalls Inni und das bringt ihn garantiert unter Diamant, dass er dann vorziehen darf. Also er verliert 22 in den Schwertarm. Okay. Ja, das 22 ist sowieso schon mal eine Ansage und dann hechtet er, während er mit seinem... Es gibt ein widerliches Knacken von seinem Arm, der nach unten taumelt. Er versucht sich gerade abzustoßen und in der Sekunde, wo er in der Luft ist, dürfte Diamantis was nach oben reißen? Seine Ballestrina, die er eben geladen hat, Bolzenballestrina, war eben angesagt, habe ich beide geladen. Und schieße auf den. Mal wieder ein Herzschuss. Niemand da, der sehen könnte, dass ich ihm ins Auge geschossen habe, also. 3-4 Meter Entfernung. Ja, hab ausgerechnet. Ja, ich glaube, das hat sich dann noch erledigt. Und geblockt fällt er in den Brunnen und versinkt. Tot. Ich würde bei meinem vorziehen auf jeden Fall, bevor mich schlägt. Das ist mir doch sowieso schon klar. So, es macht auch keinen Sinn, dass ich. Also er darf auf ihm angreifen, aber es macht keinen Sinn. Er möchte gerne. Einmal parieren, einmal angreifen, Abelmir. Ja, plus 4 Wuchlack.
meine Parade geschafft. Ist ein Zweierschwert? Ja, er hat eine 3 gewürfelt. Okay. Er ist nicht geblitzt und dann kommt der Stoßspeer. Nur, dass du es weißt, weil er hat ja eine höhere Indie als ich. Ich würde den Mann Sturm angreifen, das weiß er ja. Also du kannst jetzt natürlich angreifen, aber ich weiß nicht, ob der darauf reagieren möchte. Er hat halt gerade einen akzelerierten Kampfmagier vor. Er kann halt nichts anderes machen, außer sich. Ja, okay. Ich pariere es locker. Ich pariere auf 21, insofern habe ich es locker geschafft. Ja, wie gut, dass du schon gewürfelt hast. Ich sag mir mal eine Finte 5 an. Oh. Naja, immerhin. Ja, ich glaube, wir müssen den restlichen Kampf auch mal wieder nicht beschreiben. Und Abemir, was tust du mit ihm? Ja, nachdem ich ihn eine Weile im Schach gehalten habe, mit ihm rumgespielt habe, schlage ich ihm erst das linke Bein ab, das ist das rechte Bein ab und dann ziehe ich den Säbel quer durch seinen Hals durch. Deswegen kröchelt zu Boden. Ja, schwarzes Wasser fließt aus seiner offenen Blut, aus seiner offenen Halswunde. Und dann kannst du ihn zu seiner Herrin schicken. Währenddessen auf der anderen Seite des Bierkellers. Ja, wenn Serpentilio fertig gezeichnet hat. Du hattest es die ganze Zeit. Es ist tatsächlich eine Schnitzung. Ich möchte darauf hinweisen, damit wir hier das richtige Wort verwenden. Okay. Extra dafür habe ich Holzbearbeitung gesteigert. Na, das muss natürlich entsprechend gewürdigt werden. Du hattest die ganze Zeit so ein thulamidisches Mantra im Ohr. Also Thulamin lehnte da an der Wand mit geschlossenen Augen und murmelt eben dieses Mantra in sich hinein. Und naja, wenn du fertig bist und vielleicht mal spähst, ob der Weg zum Wasser frei ist, dann hörst du plötzlich hinter ihr, also sie hat die Augen nicht geöffnet, seht zu, dass ihr ihn beherrscht. Beweist mir, dass ihr der größte lebende Dämonologe auf der Erde seid. Aber Capitania, beweisen musste ich euch das doch noch nie. Und dann sprintet er los. Naja, sprinten. Und sorgt dafür, dass es bei dem Leben bleibt. Er verfällt in einen Laufschritt so schnell, wie seine alternden Knie es hergeben. Wie lange war Zulamins Ritualdauer? 5 Minuten ungefähr. Oh, dann konnten wir uns ja locker Zeit lassen. Hosti, wollen wir würfeln? Würfel. Okay, also. Wir machen Invocatio Major. Wir machen keine Bandkreise, wir machen keinen Schutzkreise. Wir haben weder Zeit noch Arzt, wie wir so ein Shit. Das ist für Nerds und Schwächlinge. Wir machen jetzt blank aus der Hand. Wir haben Jonao. Der hat eine Beschwörungsschwierigkeit. Was? Dahin willst du, ne? Sekunde, ich bin in der Abteilung drin. Ja, so nett. Vermute ich nicht bis ganz an die Kante, weil kann das ja auch mit dünnen Ärmchen 3-4 Meter werfen und ich will nicht runterfallen. Aber ja, im Grunde, er läuft dahin und schmeißt ins Wasser. So, wenn irgendjemand dankbare Aquafaxius-Werfer auf diese Reichweite noch hat, dann sei ihm jetzt vermutlich die Chance gegeben. 50 Schritt, ich weiß nicht, ob die so weit können. Verdoppeln? Auch dann, wird es, glaube ich, immer noch da. Ist ja richtig, sie müssen auf Horizont und dann müssen sie zielen und das wird. Egal. Jonao hat eine Schwierigkeit von 19, wie es angemessen für ihn ist. Ich habe natürlich keinen wahren Namen, weil. So, das ist nochmal eine plus 7 obendrauf. Dann. Wir haben ein Bandschwert, das ist eine minus 1. Wir haben Beschwörungskerzen, wir haben Zauberkreide, das ist jeweils eine minus 3. Wir haben gerade festgelegt, und wir haben jetzt keine Zeit, uns umzuziehen, dass die Kleidung nur mit minus 1 zuschlägt. Wir haben das Arcanum gelesen, wir haben die Philosophia Magica gelesen, wir haben den Codex Daemonis gelesen. Die Zeit steht gut und Frosted der Ort auf einer Skala von 0 bis 7? 7. Hat das ein 7, richtig? Der Ort steht auch gut, was hervorragend für uns ist. Das bringt uns dann auf eine Gesamterschwernis von gerade mal 5 Punkten. Wir hatten uns Zeit gelassen für nochmal eine 4er Erleichterung. So ist eine Gesamterschwernis. Natürlich, bei viel gehörenden Dämonen ist das Rufen selten die Schwierigkeit. Wir rufen trotzdem erstmal. Wir wollen 15 Punkte übrig behalten, denn ansonsten haben wir nicht genug HSP, um den Mann zu beherrschen. Und was ist Plan B? Blutmagie? Verboten? Oh, no. Plan B ist, dass wir Diamantes. Plan B ist, dass wir drauf zeigen und es weiter suchen. Ja, hättest du nach magischen Raub gefragt, mein Freund. Okay, den leiten wir natürlich durch den Auxiliator.
Was uns nochmal 6 Punkte obendrauf bringt, für eine solide müsste 33 sein. Ich werde ihm mal keine Donner-Eigenschaften mitgeben. Right? Wir verwenden 15. Nicht? Jetzt nicht, nee. Wir verwenden 15 ZFP-Stern, um die Dienstkosten auf die Hälfte zu drücken, sonst kommen wir hier nämlich nirgendwo hin und schmeißen das Ding ins Wasser. Und also der Serpentino stellt sich halt dahin und hebt den Stab in der einen Hand und die gezeichnete Schuppe in der anderen Hand und fängt an hinaus gegen den Wind und gegen die Gischt anzuschreien. Höre mich und meinen Befehl. Gebe den frei, den ich will. Hervor, hervor, hervor. Und dann wirft er die Schuppe hinab ins Meer. Jonao, komm raus. Und wir warten, was passiert. Derweil möchte Zulamin Rahandra anrufen, die Göttin des Windes. Ja, ich würde sagen, wir würfeln erst, denn dann erzähle ich es ein bisschen anders. Und zwar ist das eine plus 19. Liegt höher als mein Wert. Und es würde wahrscheinlich in Anbetracht der Umstände niemanden wundern, wenn es nicht klappt. Und zwar ist das die plus 3 von den Ungläubigen und Zweiflern. Wie hoch ist dein THW? 18. Das heißt, alle deine Attribute müssen um minus 1 unterwürfelt werden. Genau. Und wir haben die plus 12 von dem Unheiligtum und wir haben die plus 6, weil es sich um eine Grad 4 Liturgie handelt. Aber du hast gesagt, ich kriege die minus 2, weil es, naja, ordnend eingreift. Gut. Hättest du mal mit Peter mitgenommen? Ja, die anderen sind gerade beschäftigt. War. Lasst mal sehen, das schippe ich. Drück mir die Daumen. Die 16 wird neu gewürfelt. Muss eine 14 sein. Mhm. Und es ist eine Doppel-1. Ja, das macht möglicherweise einen Unterschied dafür, wie ich es erzähle. Ich erinnere an Jalan und Boron. Ja, also Serpentilio ist fort. Sulamin ist ganz alleine. Die anderen haben den Kampf gerade beendet. Und Zulamin beendet dann das Mantra und ruft, denn jetzt ist es eh schon egal. Rahandra, Sturmlöwin, dunkel ist die Stunde, in der ich dich rufe. Und verzweifelt sind unsere Maßnahmen. Wir sind gekommen, um das unheilige Ritual des Heptachen am Schlund der nachtblauen Niederhöllen zu stören. Doch wir sind wenige und sie sind viele. Groß ist die Macht unserer Feinde, doch noch größer ist ihre Anmaßung. Darum sende ihnen ein Zeichen. Erinnere sie an die Macht derer, die 12 sind, und zerfetze den eklen Brodem, der über Rulat hängt mit deiner Pranke. Hole die Chimären und Dämonen mit Blitzen vom Himmel und sende uns deine Diener. Rondrikan und Belaman, Nuyanna und Askanje, Haruka und Katla, Kauka und Siralf, Renjara und Gebelaus, Raschuls Atem und den Drachen oben, Odem, auf dass sie den Himmel reinigen mögen. Es sei.